Upp. Durch den Teer kann man sich schön leicht durchbuddeln. Aber es ist nicht gesagt, dass man da auch immer die Mineralien findet, die man so gerne hätte. Schwupp. Und das Öl verlangsamt, wie du vielleicht gemerkt hast. Ja, ja. Lässt nicht ganz so hoch springen. Mhm. Los, wir brauchen... wir brauchen doch nur ein, zwei gescheite Fernkampfwaffen. Ah, du hast das Blocken raus. Ja, natürlich. Hm. Was ist das? Ein Bett. Eine Floraner Teerbude. Ach, da springe ich nicht drüber, da buddel ich mich durch. Na, ja, ganz schöne Blöcke hier. So, die Tür kriegst auch noch du, weil ich brauch die im Moment nicht. Ja, ich baue das einfach auch mal ab, weil man weiß ja nie. Und ich klopf da drüben mal dieses böse Teermonster weg. Keine Ahnung, wo das die Teerbällchen hernimmt, mit denen es uns beschmeißt. Man weiß ja nicht, wofür man es mal braucht, ne? Tja, zum Bauen. So ein bisschen Deko-Elemente und so. Ja, auch ganz nett. Es gibt ja das Kolonie-Feature. Du kannst dir dann eine eigene Kolonie mehr oder minder anlegen und dann immer Miete kassieren und so. Und manche von den Viechern, also es gibt wohl spezielle Viecher, von denen du auch seltene Ausrüstung bekommen kannst. Für die musst du aus bestimmten Blöcken und aus bestimmten Einrichtungsgegenständen dann die Bude basteln. Und ich weiß noch gar nicht, welche es da gibt und wie man die holen kann. Blub. Ich habe irgendetwas blind totgeschlagen. Ja, das war so ein blödes Viech, das im Teer rumgerannt ist. Dein Ernst, ey. Bloß weil wir eingeölt waren. Oh, jetzt bin ich rübergekommen. Ja, ja. Ey! Unterlasse diese Narretei. Also ich habe ja meine Theorie, wo er das seine Teerbällchen holt, aber ich will es mir nicht vorstellen. Und schon wieder. Stirb! Tot! Geh kaputt! Immerhin, es hat ein Steak verloren. Aber noch keine weitere Truhe. Von etwas, das mit Öl schmeißt, ein Steak essen möchte, weiß ich aber dann auch nicht so recht. Hm. Könnte ein bisschen ölig sein, wa? If you knuff what I mean. Das rutscht dir dann von der Gabel. Ach, guck mal, hier sind zwei Zeltlager, wie praktisch. Ja, ich sammle noch Blumen ein. Mhm. Blumenkind Razzle. Und ich versuche immer noch vergeblich irgendwie eine Truhe zu finden, aber irgendwie... Der Planet ist nicht so gut wie unser Stadtplanet. Da kann ja nicht alles top sein. Ja. Oh, ich schlafe noch mal eine Runde. Ach was, ich nehme hier so ein... Zack. Da kommt ein Bunker, da kommt ein Bunker. Da könnten wir was finden. Ja, ich bin weil unterwegs. Da sind Verteidiger mit Fernkampfwaffen in der Regel. Da dürfte es was geben. Ja, ich habe schon mal eine Maschinenpistole. Ist zwar nicht so super, aber ist ein Anfang. Jo, besser als nix, ne? Ja. Magst du die haben? Weiß nicht, mir recht. Weil dann hättest du auf jeden Fall schon mal eine hinter dir. Achso, entschuldige. Zack. Hat Plopp gemacht. Ups. Wir sollten uns absprechen. Ja. Weil die verlieren auch öfter mal Schusswaffen. Weil die auch selbstständig damit rumrennen. Laser Mining Tool? Was? Ach, Learn to Craft. Ach so, ja. Dacht gerade, sowas habe ich doch nicht gekriegt. hier haben sich schon mal welche gegenseitig platt gemacht, so wie es aussieht. Ah, scheiß Roboter. Ein Staubsaugerroboter. Hm. Wow, jetzt hat er ja gerade Frame-Einbrüche. Ja, ich merk's auch gerade, aber das ist ungewöhnlich. Hier gibt's das normalerweise nicht so. So. Ach Gott, da gehen schon ein paar Bandages drauf. Ich glaube, ich muss später noch mal ein paar craften. Boah, das ist heftig, wie das gerade runtergeht. Warum denn? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Normal ist das nicht. Mache dir keinen Vorwurf. Ist da mit dem Patch vielleicht irgendwie was Neues reingekommen, was jetzt Leistung frisst? Nehm ein bisschen coolen Deko-Kram mit. Yep. Oder haben sie vielleicht die KI-Berechnung von NPCs ein bisschen ungünstiger gemacht? Weil die halt so viele unterwegs sind, dann müsste es aber bald besser werden, weil wir killen ja einen nach dem anderen.
Ich habe auch das Gefühl, dass das die Ventilatoren sind und so. Das könnte sein, ja. Aber normalerweise, die Animation hat früher nicht so gestresst. Das war eigentlich kein Problem. Könnte mich nicht dran erinnern, dass es da mal Ärger gegeben hätte. Naja. Kann nicht alles immer laufen. Naja. Early Access. So. Aber es soll ja bald in absehbarer Zeit fertig sein. Zumindest das Hauptspiel. Dann wollen sie aber immer noch Content hinzufügen, haben sie gesagt. Falls du so Bücher findest, die kannst du übrigens auch lesen. Da erfährst du ein bisschen Hintergrundstory, wenn du es denn durchlesen willst. Okay. Aber das bleibt dann auch in deiner Bibliothek gespeichert. Also kannst immer wieder drauf zugreifen. Sind das hier nicht Glas? Ach so, Glaspaneele. Ja. Ich dachte, das wären Glasblocks. Wupp. Habe ich noch eine Schusswaffe gefunden? Nee, bisher nicht. Schade. Hier noch so ein Serverschrank. Ja, wir finden da schon noch was. Ganz entspannt. Ja, noch eine zweite Schusswaffe mindestens bräuchten wir. Ah, hier hat es eben einen kurzen Lag-Spike gegeben, aber jetzt läuft es wieder flotter, habe ich den Eindruck. Vielleicht hat er auch der Router Schluck auf. Obwohl, dann hätte es aber meinen PC wahrscheinlich nicht so gestresst. Oha, der hat mir aber wehgetan. Das lassen wir aber lieber mal. Absolut unakzeptabel. Los, verlier noch eine Waffe, verlier noch eine Waffe, verlier noch eine Waffe, verlier noch eine Waffe, verlier noch eine Waffe. Oh, das Schild brauche ich. Sie hat noch eine Waffe verloren. Ja! Ich habe einen Assault Rifle gekriegt, oder willst du tauschen? Nice. Mir ist egal. Mir ist egal. Das könnte für die erste Mission dann eigentlich schon reichen. Aber ich würde sagen, wenn wir schon mal hier sind, machen wir das hier noch fertig. Oh, haben die Sprungreichweite niedriger gesetzt? Weil irgendwie normalerweise konnte man früher hier hochspringen. Und jetzt geht das irgendwie nicht mehr so. Da sind Möhren im Kühlschrank. Yes. Komisch. Hey, du hast ein Schwert. Nee, du hast auch eine Kanne. Noch mehr Möhren im Kühlschrank. Hey, guck mal, da oben sind noch zwei. Die bringen wir auch noch um. Auf jeden. Ich meine, die können wir doch nicht so einsam und allein da zurücklassen. Nee. Das wäre doch grausam. Ja, eben. Wesentlichstens von ihrem Leid erlösen, ne? Ja. Oh, auch noch ein Robby-Roboter. Ah, wie böse der Putzroboter guckt, ne? Der hat hier so kleine Augenbrauen. Ja. Hallo! Hack dich tot! Was hältst du davon? Na, er wird nicht gerade Lobeshymnen auf dich und singen. Mein Schild fängt auch Kugeln ab. Ist doch gut? Also, ja. Für dich? Das ist schon ganz schön krasses Schild. So, hier noch so ein... Huch! Den willst du doch bestimmt mitnehmen für in deinen Raumschiff, ne? So ein Spielautomat, das muss doch sein. Ja, muss ich mal gucken. Oder in unser Häuschen dann. Oh, hier, guck mal, so radioaktiver Müll auch. Schön. Wunderbar. Das kann man immer gebrauchen, man weiß ja nie. Wenn's schön macht. Wenn man mal so ein bisschen radioaktiven Müll braucht. Habe ich hier? Handbücher. USCM Field Handbook. Hast du dann was gelernt? Ja, noch nicht. Ja, das war's hier wohl, wa? Ich hatte gerade den Eindruck... Als hätte das Assault Rifle jetzt zwei Feuermodi. Ja? Nicht. Hier so mehr so ein Streuschuss und dann einmal so normal. Komisch. Okay, wollen wir dann nochmal auf. Mal. Was hab ich denn hier? Warte mal. Warte. Ich muss jetzt ganz kurz mal in meinem Inventar wieder klarkommen. Da muss ich mich aber noch dran gewöhnen, doch. Hör mal. Ja, und Autosortieren, das ist nur für alte Menschen. Ich habe tatsächlich ein paar coole Sachen gefunden, glaube ich. Wo ist denn das SMG, das du mir gegeben hast? Das ist normalerweise im vordersten Inventar. Submachine Gun. Ja eben, da gucke ich ja. Ich kann doch nicht weglaufen. Ach hier, alles klar. Absch. Gut.
Also dann zurück zur Heimatwelt, noch ein bisschen was kochen vielleicht und dann Mission? Ich sie. Sehr gut. Via Strong mit K am Ende. Und auf den Außenposten müssen wir aber auch noch mal rüber. Hm. Weil wir uns erst die Koordinaten geben lassen müssen. Oh. Ich bin falsch getailt. Welch schlimmes Geschick, das war gar eine Eselei, ob meinerseits. Hallo. Hallo. Haben Sie mal ein Bett für mich, wo ich reinpupsern kann? Ein paar Pearl-Peas produzieren? Du weißt noch, welcher Planet unser Heimatplanet war? Ja. Gut. Bang, 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 bang. Komisch, das war auch das Erste, was wir im LPT gemacht haben, als wir alle Schusswaffen hatten. Und ich habe ein Schild dazu. Ist das nicht was? Ja. Der Schild Desperado. Hat was von Cyberpunk. Hab hier noch so ein Schwert gefunden. Ist es gut? Sieht aus wie so ein Schweizer Messer in übergroß. Mr. Scott, 2 zum Beamen. Das war ein Graxus Matter Needle. Okay. Rate of Fire 1,9, Schaden 7,1. Also so mittel. Ich meine, die Beutenamen, die sind irgendwie besser wie bei Diablo, muss ich jetzt sagen, weil was bei Diablo manchmal rauskommt. Oder bei den Monsternamen, die es da ja auch gibt. So, we need a little more food. Das ist kein Dünger, das sind Kugeln. Habe ich denn noch ein bisschen was für Bandages? Ja, mittlerweile wieder, okay. Ich habe noch 40. Gut, 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 gut. Kriegst trotzdem noch ein paar. Und noch ein bisschen gute Suppe. Suppe! Le Soup. Zack, Suppe. Splendid, marvelous, wonderful. Ach ja. Ich kann uns Karottensaft machen, aber der bringt nicht viel. Magst du Karottensaft in echt? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich schon jemals Karottensaft getrunken habe. Naja, in so ACE-Drink ist es ja immer drin. Ja, ne? Also ACE trinke ich, ja. Aber da wird es ja immer überlagert. Hm. Ich mag tatsächlich, ich bin auch einer der Menschen, der tatsächlich Tomatensaft selbst in Flugzeugen nicht mag. Hm. Hm. Also ich bin auch so einer, der verweigert sich Sauerkrautsaft zu trinken, auch um es nur mal zu probieren. Entweder ich esse Sauerkraut, aber ich trink's doch nicht, also hier. Naja, letzten Endes ist es ja einfach nur die Brühe, die in der Dose überbleibt, oder nicht? Ja, müsste man ja eigentlich davon ausgehen, ne? Das ist ja wie Wurstwasser im Grunde, nur halt mit Sauerkraut. Und das kipp ich mir jetzt nun auch nicht unbedingt in die Figur. So. Na komm, noch ein paar Pearl Peas. Das muss doch möglich sein. Hm. Die Pflanzen verweigern sich. Hier noch mal ein bisschen meine Waffe einschießen. Okay. Hodor! Hodor! Nein, hör auf zu Hodoren! Naja, ich darf das. Ich habe davon nichts gelesen und auch nichts geguckt. Hodor? Und jetzt darfst du mich bitte einen Blasphemiker nennen. Nö. Es kommt halt drauf an, mag man Sex und Gewalt oder mag man es nicht so? ich mag das bestimmt, aber ich weigere mich irgendwie. Also ich weiß nicht, ich bin zu alt zum illegalen Stream. Man kann es auch legal streamen, aber das kostet Geld. Richtig, und da ich schon Abo bezahle für Amazon Prime und Netflix, sehe ich es nicht ein, noch für Sky irgendwie zu bezahlen. Läuft das nicht auch auf Netflix? Nee, Netflix und HBO haben sich ganz groß in die Köppe. Ah. Die sind ja quasi Konkurrenten auf dem Markt. Mhm. Na, und was so die Serien angeht, ne? Amazon Netflix produziert die eigenen Serien und HBO und so. Und Everybody dead, I like that.
Da hat jetzt gerade Sky den Zuschlag bekommen für die neue Game of Thrones Staffel, weswegen du halt okay. auf Netflix da noch lange drauf warten musst. Das war ja gar nicht HBO. Da geht's aber auch darum. Wovon ich gerade rede, ist zum Beispiel die neue Walking Dead Staffel auch. Also nichts mehr Netflix. Naja, Staffel 1 bis 5 gibt's auf Netflix, aber für Staffel 6 hat halt die Exklusivrechte erstmal Sky gekauft, ne? Und auf Amazon Prime kann es halt irgendwann nochmal was werden, aber es dauert ja immer. Amazon ist ja nicht so schnell. Okay. Sollen wir mal zum Außenposten gehen, die Mission holen? Ja. Okay. Und jedenfalls bin ich halt nicht bereit, wegen einer Serie noch einen dritten Streamingdienst zu bezahlen. Ja, nee, kann ich absolut verstehen. Ich würde da auch nur maximal einen erholen, aber im Moment habe ich noch nicht mal einen. Denk dran, du hast da auch den Teleporter, der direkt hinführt. Also du musst dich hinfliegen. Ja, stimmt. Wir können ja teleportieren. Haha. Ahe, hoho, haha. To the funny farm, where life is beautiful all the time. So, gut, er hat Fragezeichen über dem Kopf. Das heißt, er gibt uns die Missionsdaten. Sehr schön. Und da kriegen wir, glaube ich, auch gleich das Atmungsimplantat. Das heißt, wir können unbegrenzte Zeit unter Wasser dann rumschwimmen. Ach, unten. Das ist so ein Affentyp. So ein Affentyp. Ich sehe ihn gerade nicht. Ach da, der Doktor oder was? Das könnte der mit dem Monokel sein, ja. Wenn der Fragezeichen bei dir über dem Kopf hat, dann ist es. Ey. Das schon wieder. Es leckt ein bisschen. So, you are all equipped. In that case, take the coordinates and a respiratory bioimplant. Good luck. Okay. Einfach mal okay. Jo. Ab jetzt können wir dann auch auf Monde gehen. Und müssen wir, glaube ich, sogar nach dieser Mission dann, weil es da den Sprit gibt. Ah ja. Okay, das war's eigentlich schon. Dann müssen wir an Bord zurück von unserem Schiffchen. Jetzt geht die Leistung bei dir vielleicht wieder ein bisschen hoch, weil ich nicht mehr auf dem Outpost bin. Nö, geht. Warum darf ich von hier aus nicht beamen? Weil du da den Teleporter nehmen musst. Was für ein Quatsch. Keine Ahnung. What a Quatsch. Quatsch ist bei Oblivion. So. Wo müssen wir jetzt hin? So, dann musst du an deinen Computer gehen, an das Sail, den Reiter Missions auswählen und dann Ashios Mining Facility. Deploy. Unglaublich lange Teleport-Sequenz ist unglaublich lange. Es lädt. Warum lädt es so lang? Weiß ich nicht. Ich bin jetzt da. Okay, ich auch. Haha. Aber wir haben gemerkt, im Multiplayer ist die Mission schon wesentlich einfacher als im Singleplayer. Das müssten wir dann auch zu zweit gut hinkriegen. Und in den Missionen, da findest du manchmal auch seltene Rezepte und sowas. Vielleicht auch als Anreiz, die Mission irgendwann mal zu wiederholen. Womit machst du diese Computer an? Mit diesen Terminals. Ja, aber womit? Also mit welchem Button? Mit E. Achso, da hat er sich gerade bei mir auf so einen Sessel gesetzt. Hm? Offline. Opheline. Oh, hier sind schon Rezepte drin und eine Pistole, die nicht gerade schlecht Schaden macht. Was macht meins eigentlich? Maschinenpistolen machen meistens wenig Schaden, aber haben dafür halt eine Feuerrate, die gut ist. Ja, klar. Verstehe. Macht Sinn. Ja, ich nehme mal die Rezepte mit, wenn es recht ist. Jo. So hätte ich mir das denkt, junge Padawan. Kohle könnte man ja verticken, ne? Ja, nehme ich halt mit. Meine Güte! Scheiß der Hund drauf. Chirp, chirp, Motherfucker. Ever vigilant, the budgie stares into the hallways. Hier ist ein Klo. Geh dann mal. So. Denkst du, wir kriegen noch was zu tun hier oder hier ist alles in Ordnung? Hier ist doch nix. Alles ganz easy, ne? Ja. Was ist das? Ach egal, schieß mir mal drauf, ne? Richtig. Bin zu alt zum Fragen stellen.
Ich bin auch zu alt. Ja, doch, das. Ich bin auch zu alt, um. Einen dritten Streamingdienst zu holen. Und, wie heißt das? Meine Datenträger sicher zu entfernen. Ah. Das habe ich noch nie gemacht. Noch nie im Leben. Ah, doch, weil vor XP war das tatsächlich notwendig. Also, und vor Windows, XP habe ich, glaube ich, keine USB-Sachen Windows genutzt. Windows 2000 und so, da musstest du das schon machen, sonst ist dir echt der Kram verloren gegangen. Du solltest vielleicht mal was essen, weil deine Gesundheit auf Halbhöhe ist. Boah, ich mache hier sowas. Aber man merkt wirklich, es klappt schon gut mit unseren Schnellfeuerwaffen, da haben die Viecher kaum eine was Chance. Was sind das für Glitzerdinger? Das ist das, was wir eigentlich für unser Raumschiff brauchen, das Archeus. Ah ja. Das können wir bloß mit den Matter-Manipulatoren da nicht rausziehen. Ach so? Da brauchen wir ein härteres Gerät. Okay. Oder müssen es uns irgendwo kaufen. Ich hab eine Axt. Wunderbar. Wunderbar. Ich würde nicht in den Nahkampf gehen mit den Viechern. Ich meine, es geht schon, aber da musst du es ausweichen, dann wirklich raus haben. Hey, hier ist Knaste drin. Kommt wieder eins von oben gefallen? Ja! Ja, und natürlich spuckt's gleich mal mich an. Ja, das habe ich verdient. Iss deine Suppe, du Vogel. Ja, durch den Doppel-T-Träger schießt es nicht schlecht, ne? Aber das gilt auch für uns. Ne, hier hinten ist nichts mehr. Müsste ich eigentlich auswendig wissen, weil so oft, wie ich die Mission schon gemacht habe. Ist die nicht randomized? Oh, da steht einer. Nee. Ich glaube, die Viecher können vielleicht ein bisschen random auftauchen, aber ansonsten... Das Level, also die Karte müsste eigentlich immer die gleiche sein. Menschen! Bring sie um! Oh, da war ja noch was. Da war noch was, ja. Noch ein Rezept. Hier unten gibt's einen Astronautenhelm und ein Büchlein, falls du willst. Ja, warte. Ach so, das Rezept weiß, kenne ich schon. Alles klar. Au. Du bist in die falsche Voliere gelaufen. Hier köttelt nur einer an seinen Knabberstangen rum. Oh, das nehme ich alles mal mit. Aber beim Endboss daherkommt... Oh, jetzt spoilere ich dich. Es kommt ja ein Endboss, ne? Habe ich irgendwie erwartet. Da musst du dich irgendwie doch schon gut auf Jump'n'Run verlassen. Silver Pickaxe. Ist sie nützlich? Kannst zumindest am Anfang vielleicht ein bisschen schneller damit abbauen, als wie mit dem Matter Manipulator. Aber ist recht schnell überholt, das Teil. Gut, dann lass ich's liegen. Gehen wir nach oben oder nach unten? Mir ist das gleich. Mir auch. Oh, oh. Meine Energie ist leer. Ha. Jetzt nicht mehr. Fürchtet ihn, den heldenhaften Wellensittich. Ja, locker flockig. Ratatat. Rang dang diddle dang da dang. Der Weg ist versperrt. Oh nein, was tun wir jetzt? Oh, hat der Gartentor, das Gartentor zugemacht. Wir müssen außen rumgehen. Kann ich hier nicht mal den Sand abbauen? Nee. Na, leck mich fett. Du hast keine Autorisierung von der Mining Corporation. Nee, tut mir leid. Ich wollte hier nicht den normalen Dienstweg übergehen. Mhm. Ah, noch ein Strahler. Oh, warum bin ich hier runtergefallen? Das war jetzt nichts. Na, da war irgendwie kein Boden mehr. Oh, Flucht. Moment, ich versuch's abzulenken. Ja, geht. Okay. Call me the Iron Bird of Doom. Eigentlich noch in die Kistchen gucken. Naja. Doch, da gibt's bestimmt auch nochmal einen Weg hin. Peng. Da freut er sich. Ja, das ist fast wie beim alten Wolfenstein 3D, bloß anders. Oh, da unten klutscht's.
Ja, genau, machen wir lieber erstmal den kaputt. Och. Ich will da nicht runterspringen, weil das sind doch ein paar viele. Nein, und dann falle ich runter, natürlich, das bin ich. Nein, 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 nein. Okay. Es hat Spaß gemacht, solange es angedauert hat. Na los, ich weiß, ich kann gleich wieder was essen. Dann hau ich mir einfach ein bisschen Suppen rein. Obwohl, wie. Was ist denn da drüben eigentlich? Wie isst man mit einem Schnabel Suppe? Genauso wie man mit einem Schnabel trinkt, ne? Vermutlich. Ich hab keinen Schnabel. Da würde ich mal zum Arzt gehen. Musst du einen Vogel fragen und beten, dass er antwortet. Waren wir hier schon? Ich glaube ja. Dann gehen wir wieder oben rum, hä? Jo. Bietet sich ja dann an. Es macht Sense. Entschuldigung. Ja, Clean-Up-Crew. Dann gibt's noch einen Whisker-Clean-Up-Detail für Starbound am Ende. Sieht man dann von der Seite. Ja. Naja, wer weiß. Vielleicht gibt es das ja mal irgendwann. Hopp. Ja, hier waren wir schon mal, aber da oben steht noch einer mit Moobs. Oder ist das weiblich? Ich weiß nicht. Haben die Geschlechter, die Viecher? Ich weiß nicht mal, was das ist. Sieht irgendwie so ein bisschen fötenmäßig aus. Hm. Hier waren wir schon. Ja. Da kamen wir aber von der anderen Seite. Haben wir eine Abkürzung geöffnet. Mir war so, als würden die Menschen gerade drauf warten, dass wir vorbeikommen, bevor sie anfangen, auf die Viecher zu schießen. Bisschen, ne? Oh, guck ja. Mal hier. Wieder Rezepte gefunden? Nee, aber eine Bandage. Hier oben ist ein Lüftungsschacht und er führt zu einem Spacesuit-Anzug, Dingsbums. Fancy. Ja. Du weißt ja, du hast auch Kostümslots. Das sind die mit dem Auge neben deinen anderen Slots. Ja. Falls du das anlegen wolltest. Ja, irgendwie. Probier ich also ja meine nur rein Ruhe, optisch. Be careful, oh ja. Sind wir doch immer, oder? Ja. Mit Zigarre und Zigarette im Mund tanken gehen. Die Kraft der zwei Sturmgewehre, so nach dem Motto, ne? Ein Meer aus Kugeln. Ja, wäre mal Singleplayer, wäre mal besser gerannt. Aber hier im Multiplayer, ballerst die dir einfach weg. Kostenlose Heilung, juhu. Könnte bloß sein, dass es ein bisschen müffelt, weil die haben sich irgendwie das Bett zu viert geteilt. Extrin. Ah, hier ist noch eine Bandage und ein Eisenbarren. Du könntest den Eisenbarren in die Bandage wickeln und dann hast du einen sanften Überzeuger. Ist ja auch eine ganz schön hippe Musik, doch. Ja. Es soll ja auch dann einen offiziellen Missionseditor geben, damit die Fans sich ziemlich einfach mit offiziellen Tools ihre eigenen Missionen basteln können. Ah, okay. Also davon gibt's schon einen Vorläufer und auch Fans haben schon mal so mit so ein bisschen was rumprobiert. Aber halt so ein richtig fertiges Tool gibt's noch nicht. Oh, Schissel, hier ist ja alles zugebaut. Kann ich so eine Lampe abbauen? Nee, aber da findest du manchmal die Blueprints dafür in der Mission. Das ist dann halt eher so eine Glückssache. Es soll wohl der Anreiz sein, die Mission nochmal zu machen, wenn man später total overpowered ist. So, heil dich am besten nochmal, genau. Hier können wir schlafen. Das ist aber schön. Jumpen ran kannst du ja, ne? Och ja, so ein bisschen. Hoffen wir's. Die Bandagen, die hast du auf einem Quickslot, also oben in der Leiste. Ja. Gut. Ja. So, warte mal. Du kannst auch noch mal eine Runde pennen. Ja, aber mir geht's ja soweit gut. Ich pack das mal auf die 1. So. Und wir müssen hauptsächlich jetzt die Schalter umlegen auf allen Seiten und unten die Kanonen auslösen und währenddessen den Schüssen ausweichen. Also diesen
Du siehst sie ja schon. Ja. Diese Gebrubbel. Pow! Super, das war schon mal der erste Treffer. Am Anfang, als das Monster neu rauskam, da gab es sogar einen Bug, da haben sich die Ströme gekreuzt. Da musstest du dann durchtanken. Den habe ich nicht gekriegt. Irgendwie. Hat er nicht. Oh, ich habe ihn wieder ausgemacht. Wir sollten uns wirklich einig werden. Mit dieses Gedrücke. Das kriegen wir aber schon hin. Ich habe den hier gedrückt. Ja. Jetzt können wir wieder auslösen. Moment, mache ich gleich. Heil dich. Ah, hier okay, die zwei links haben wir. Einfach einen kühlen Kopf bewahren. Ja! Gepackt. Ins Gesicht. Jetzt müssen wir nur wieder irgendwie an die Konsole kommen. Stirb! Bam! I survived, you saved me! You have my credit, Hude! There's a chest up ahead. Ja, fliegen tut unser Raumschiff jetzt aber immer noch nicht tun. Cool. Ich nehme mich mit. Der erste Raketwerfer ist auf jeden Fall nicht ganz schlecht. Wobei die natürlich später auf den gefährlicheren Planeten noch viel mehr Schaden machen werden. So, jetzt habe ich hier so ein Büchlein auch. Oh, Plasmaraketen, hä? Hör mal. Klar ein. Hast du das Teil hier mit E ausgelöst? Ja. Gut. Dann hast du also auch diese 20 Kristalle gekriegt, ne? Korrekt. Sehr gut. Here we go again. So, jetzt müssen wir, glaube ich, mit dem Computer sprechen. Repair Ships FTL Drive. It's working, I can finally visit bla bla bla. Yeah, kleines Häschen! Das Häschen gefällt dir, hä? Ja, ich finde das ganz witzig auch. Paint Mode enabled. Ja, damit kannst du nicht alle, aber viele Blöcke einfärben. In unterschiedlichen Farben. Ich weiß nicht, welches alles gibt. Grün, lila, rot. Entfärben gibt's auch. Ist das hier Entfärben? Ich weiß gerade nicht. Wie macht man das? Du wählst das oben aus. Das ist unter den L- und R-Teilen. Ah, hier, I see, ja, ja. Kannst aber auch mit Y da irgendwie vielleicht durchdrücken. Mit der rechten Maus, dass du dann die Farbe ändern und mit der linken sprayen. Ach, wie cool. Und man kann sich ja, so wie es scheint, was ich aber ehrlich gesagt noch nie in dem Spiel probiert habe, auch Waffen und Rüstungen färben. Da musst du dir aber Färbmittel irgendwie craften. Knarz. Mein Knarzestuhl mal wieder. Ach da, ist das Augendingsi. Alles klar. Spacesuit Backpack.